Ja, hallihallo, hallöchen zur nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir die Mission angenommen, um die ganzen Gegenstände für den Angriff auf den Palazzo von Emilio zu besorgen. Und jetzt fehlt nur noch das Boot. Die Rüstungsteile haben wir schon, glaube ich, zum Teil. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt noch das letzte Rüstungsteil suchen müssen. Jedenfalls ein Teil müssen wir noch holen. Das befindet sich da. Machen wir jetzt natürlich hin. Abrollen. Schön. Nee, ist auch nur eine Truhe. Hier ist nichts für dich, Kafone. Aus welchem gottverdammten Loch? Das ging ja voll in die Hose. Was zum Teufel? Geht das an die Menschen? Schon deine Frieden mit Gott. Ich sing euer Loblied. Mach schon, komm her. Denk daran, was ich euch beigebracht habe. Na. Ach, du Schande. Ha! Das sind ja ein bisschen viele. Danke, Dai! Und unterschätzt mir den Kerl nicht! Ach, komm. Es sind schon wieder zu viele Soldaten. Es ruckelt schon zu viel. Komm schon, stirb endlich! Ha! Ach du Schande. Das ist schon wieder übelst wehgetan. Ha! Wieder bitte. So, manchmal. Und die echt rein. Ich muss jetzt mal mein neues Schwert einweihen. Ey! Ja! Aua! Ich muss Medizin nehmen. Toten Winkel, den gibt's bei mir nicht. Oh, schauen wir schon. Mann, ey. Stirb doch. Oh Mist, den hätte ich gekriegt diesmal. Nee, da musste mir noch einer dazwischen funken. Aua. Achtung, Jungs, das ist keine Medizin mehr. Mann, ey. Ich drück doch schon immer. Ah. Komm, geh drauf. Nur du da. So, geh doch. Gerade genommen. So, jetzt fehlt nur noch das Boot.
schließen, diesen wahnsinnigen aufspüren oder ich schieße. Dazu, fuck ich es mir und kommst du mir nicht. Mann, Ah, oh, stirb schon. Eccolo, da, wo zum Teufel? Ich sehe ihn. Tja. Aua. Ich dachte, das funktioniert. Eccolo, da, da. Folg mir doch ins Wasser. Da ist er. Auf ihn. Aua. Ich muss weg. Erstmal weg. Scheiße. Ich hab das erste Mal einen Kampf desynchronisiert. Also ich muss jetzt inkognito werden. Ich habe schon die beste Lösung gefunden. Und dann noch den Steckbrief. Dann müssten wir inkognito sein. So. Kappa. Wer hat euch gelehrt, euch so zu bewegen? Warum? Ich bin da einfach nur hier runtergesprungen. Das ist mal eine schöne Bootsfahrt hier. Dieses schöne Wasser hier. Hier, die Säcke haben mich vor uns ausgeschaltet hier. Finde ich gar nicht gut. Ach, das war hier sogar das Boot. Muss man unter Wasser anschleichen. Was? Da schwimmt er. Look!
Verfügung erlassen, die exzessives Trinken am Ruder bestraft. Runter! Sofort! Was hier nicht zu suchen, ja, komm. Eccolo! Da! Da! Mio Dio! Weg, weg, weg! Kommen wir auch mal ab. Ist mir jetzt wurscht, ob der nach mir schießt. Trifft doch eh nicht. Wow. Naja. Jetzt sind wir eher außer Reichweite. Vorbeigefahren, das sehe ich gerade. Ich habe das jetzt einfach mal genossen, dieses schöne Hin- und Herrudern. Ja, sagen wir nicht, dass ich mich hier festgerudert habe. Ich muss mal umlenken hier. Hier mussten wir hin. Das habe ich gar nicht beachtet. Da wären wir. Sehr gut, Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Jo. Mach das mal. Ich häng mal hier ein bisschen ab. Oh oh. Okay. Ich dachte schon, hier komme ich nicht mehr runter. Das wäre ein Problem gewesen. So, was gibt's denn als nächstes zu tun hier? Neue Mission. Aber vorher hole ich mir diesen Steckbrief. Und ich muss mir neue Medizin holen. Das wäre auch noch ein Punkt, wo wir die Mission angehen können. Der ist doch auch gleich ein Arzt. Ui. Schätze, wir sollten ihn festnehmen. Schätze nicht. Ich habe traditionelle Mittel und. Schätze nicht. Gut. Ja, Apothekenbedarf. Und da wir jetzt uns in der letzten Folge auch einen größeren Beutel gekauft haben, können wir jetzt auch 10 Medizinbeutel mit uns rumschleppen. Ach ne, wir haben die mittleren Medizinbeutel, jetzt können wir 10 Medizinampullen mit uns rumschleppen. So. Macht's gut und gute Besserung, Amico. Ja, danke, Amico. Zu sein. Warum bist du denn hier oben? Wenn ich fragen darf. Runter! So. Jetzt hast du auch keinen Grund mehr hier oben zu sein. Ich habe so manchmal das Gefühl, nach einer Mission kommen die ganzen Wachen hier wieder rauf. Da, auf. Was? Er ist da.
Auch nicht. Ah. Oh. Schick, schick. Mist. So war das nicht geplant. Hi, Jungs. Was sieht mein Adlerauge da? Eine Feder. So von selbst drauf gekommen. So, hier unten ist doch schon die Mission. Ich hab da nun gar nicht so viel gemacht. So, da werden wir. Alles muss raus. Mit Antonio und seinen Dieben zusammenarbeiten, um Emilio zu besiegen. Bitte herein. Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt, formieren wir uns vor diesem Gebäude neu und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir. Wünsche ich auch. Was ist denn mit dieser Audio manchmal los hier? Es ist nicht so schlimm, wenn ich nicht aufnehme. Also, ich verstehe es manchmal nicht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn das manchmal so komisch ist. Kann ich aber auch nichts dafür. Ich habe so das dumme Gefühl, dass jetzt gleich wieder irgendwas hier... Ja, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Hier ist schon wieder irgendwas kaputt. Ich weiß auch nicht, was das immer ist. Ach, das ist zum Kotzen. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed 2. Bis dahin, ciao.